Guten Morgen. Beine raus. Die Beine rausmachen. Und einmal auf. Einmal drehen, hier so rum. So, mal. Ja, da dreht ihr uns, oder? Ja. Du machst es für die Bewohner, dass sie einen Ablauf oder dass sie wissen, dass jemand da ist für die. Bei Angehörigen, weil sie hat gerade gar keine Angehörigen. Also dadurch ist meine Motivation auch, den letzten Schritt eigentlich auch leichter ermöglichen. Wieso hast du jetzt eigentlich diesen Job ergriffen? Wie kam es dazu? Es war mir irgendwie so ein Herzenswunsch, dass ich unbedingt machen möchte. Ja. Ich habe dann auch, ich wusste schon immer, dass ich irgendwas mit älteren Leuten machen möchte halt. Verzeih, ne? Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Sind Sie noch müde? Noch ein bisschen. Süß. Mal die Arme und Brustbereich, ne? Waschen. Na, nicht das Gesicht. So, ich wasche jetzt mal Ihren Rücken, ja? Das ist ja auch schön warm. Aber beneidest du nicht manchmal an Leute, die, sag ich mal, den ganzen Tag gemütlich im Büro sitzen können? Nee, gar nicht. Im schicken Kostüm? Gar nicht. Also das heißt, jeden Morgen hier reingehen, Leute waschen, Leute fertig machen, Leute füttern, das findest, da stehst du voll drauf. Genau. Ich glaube, wir müssen uns Zimmer 54 ruft, habe ich gerade gesehen. Genau, das ist jetzt bei. Ich glaube, wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen. Dürfen uns jetzt nicht so viel Zeit lassen. Ziehen wir mal einfach mal an. Management verdient man vielleicht ein bisschen mehr, aber ich glaube, Geld ist auch nicht alles. Mhm. Es muss ja auch Spaß machen. Man muss in der Früh auch aufstehen, in der Früh, sehr früh aufstehen, in die Frühschicht zu gehen. Das habe ich heute gemerkt. Das haben Sie heute gemerkt. Und da muss man natürlich schon Motivation haben. Und Geld alleine ist nicht die Motivation. Wir haben also auch schon Mitarbeiter, die einen zweiten Beruf, die Altenpflege, als zweiten Beruf gewählt haben. Mhm. Sie waren erst in der Bank und haben Bankkaufmann gelernt und haben gesehen, das ist nichts für mich. Ich kann mit diesem kalten, betriebswirtschaftlichen Berufsfeld nicht umgehen. Wir gehen an den Linken. Nehmen Sie mal Ihre Hand, Sie können sich bei mir stützen. Nikolas, was machst du jetzt hier? Ich mache ein Praktikum. Wollen wir noch ein bisschen näher? Oder passt die Länge? Ja, ich habe gerne mit Menschen zu tun. Und also was ich mir immer gesagt habe, ich will nicht in einem Büro landen. Ja. Und stundenlang vor dem PC hocken. Aber die radeln eigentlich ganz tüchtig alle hier. Wir achten doch immer ganz stark darauf, dass sie hier noch ein bisschen Bewegung bekommen. Mhm. Also was noch geht. Schön langsam, Herr Friede. Sie sind aber noch flott unterwegs, ne? Ja. Hättest du das gedacht, dass der Job auch so körperlich so anstrengend ist? Am Anfang? Ja, das ist schon mit, dass es körperlich anstrengend ist und so. Aber das muss ja eigentlich in Kauf nehmen. Da sein auch so. Aber jetzt merke ich auch langsam meine Knie. Das echt? Geht schon. Gerade mehr das rechte Knie. Was meinst du, wie lange hältst du den Job noch durch jetzt körperlich? Seit 15 Jahren den Beruf und dann werde ich mir was anderes suchen. Krass. Weil du dann durch bist, meinst du? Ja, weil ich will ja auch noch vom Leben was nicht für die Arbeit kaputt machen. Ja. Einfach durchgehen. Das ist immer mein Gefühl jetzt, dass du doch relativ viel opfern musst für den Job. Also unregelmäßige Arbeitszeiten, körperliche Beschwerden, Schlafstörungen. Ist es das wert? Also ich will ja lieber einen Beruf haben, was mir Spaß macht, wo ich mit Leidenschaft dabei bin. Und ich bin von Haus aus eigentlich so, dass ich mehr an die anderen denke als an mich selber. Also naja, es ist da holst du dann deine Befriedigung raus. Eben, ja. Da ist mein Zimmer. Da ist ihr Zimmer, da gehen wir rein. Zwei, drei. Schön langsam, bei mir festhalten. Schön langsam. Ich hab sie. So, die Mandy weiß, die kann das gut. Die Mandy kann das gut, ja. Die Mandy kann das gut, ja. Ich weiß, Frau Reich. Sie immer.
Zum Beispiel jetzt macht es mich eigentlich glücklich, weil man jetzt auch Lob kriegen von einer Bewohner hat. Also das sind auch Momente, wo man eigentlich sagt oder sich glücklich schätzen kann. Das ist schon. Also jetzt bin ich glücklich. Schön. Genau. So. Dann wünsche ich noch einen schönen Nachmittag für immer. Bis morgen. Wiederschauen. Tschüss. So, jetzt gehen wir weiter.